Wir befinden uns jetzt in der Epoche 3 auf der Zeitskala. Die Schienen sind ordentlich verrostet. Das Laub ist schon vom Herbstwind teilweise gefärbt. In dieser kleinen Nullwelt treffen wir Willi, den Eisenbahner. Er wird uns einiges erzählen. So, Willi, nur erzähl mal, wer macht denn gerade Dienst auf dem Stellwerk? Dieter Heberlein arbeitet hier auf dem Stellwerk. Und wenn man ihn mal besuchen tut, dann hat er immer einen Witz auf Lager. Zwei Jungs am Bahndamm und beißen in die Schienen. Sagt der eine, Mensch, ist das hart. Sagt der andere, komm, wir gehen ein Stück weiter, da ist eine Weiche. Naja, war ja witzig. Aber Dieter Heberlein nimmt auch seinen Job ernst. Er stellt die Weiche für diesen Güterzug, gezogen von einer V100. In der Fabrik für Schrauben und Muttern ertönt gerade die Sirene für den Arbeitsbeginn. In Ohlenbach fährt der Vorortzug ein. Ein GMP bespannt mit einer V36. Im Kleingarten von Hein und Grete Dorsch ist Wochenendstimmung. Die V36 wurde mittlerweile umgesetzt und fährt neu bespannt zurück nach Stefanstadt. Für die V100 wird die Weiche gestellt. Sie hat einen neuen Fahrauftrag. Ein Bundesbahn-LKW fährt zur Verladung vor. Auf dem Abstellgleis treffen wir eine alte, erkaltete T3.
Die V100 hat derweilen einen richtig langen Güterzug aufgenommen. Die Fahrt geht nach Uhlenbach.